Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed, wo es gerade noch ein bisschen nachlädt. Wir haben uns letzte Folge hier auf dem Balkon voneinander verabschiedet, wo jetzt der Angriff stattfindet. Hier bin ich, glaube ich, falsch. Verflixt, ich muss schnell hinterher. Ich muss helfen. Kommt her und sterbt, ihr Hunde! Er hat ein Schwert! Packt ihn! Oh nein, er hat ein Schwert. Wie mag er wohl sonst kämpfen? Hänge ich tatsächlich hier im Blumenbeet fest? So, jetzt hier meine Special Power. Zack. Das war leicht. Die Waffe ist super. Ey, du kämpfst gut für jemanden im Ruhestand. So alt bin ich nicht, Sivana. Das habe ich gesehen. Aber es wird nicht reichen. Es werden einfach noch mehr Soldaten kommen. Ich habe mehr als einen starken Schwertarm geerbt. Ich heuere eine Privatarmee an, wenn es sein muss. Ich habe eine bessere Idee. Bayek, kannst du mich auf einer kurzen Reise begleiten? Bestimmt. Ich bin bereit. Gehen wir. Ihr zwei seid ein gutes Duo. Hotefress hat sein Feuer noch nicht verloren. Du bist stolz auf ihn. Ich habe den Mann zurück, den ich geheiratet habe. Sehr schön. Okay. Damit wäre die Ehe auch gerettet. In der Nähe ist ein Rebellenlager. Es liegt östlich von hier, bei der Bubastos-Feste. Wir treffen uns mit ihnen. Rebellen? Wird uns das nicht den Zorn Alexandrias einbringen? Die Intrige ist Alexandria nicht fremd, Magi. Manchmal muss man Zugeständnisse machen für Informationen oder Geleitschutz. Solche Allianzen sind üblich, auch wenn man es offiziell nicht zugibt. Okay. Dann wollen wir doch jetzt mal gucken, wie das hier weitergeht. Vor allen Dingen auch, wie das jetzt geschichtlich weitergeht. Jetzt haben wir ja die Köpfe im Endeffekt haben wir ja platt gemacht. Die Ziele, die uns vorgegeben sind in der Information. Sollte ich jetzt vielleicht auch nochmal schauen, ob das aktualisiert ist. Diese blöden Soundbugs immer wieder. Hier lang. Ihr Lager ist direkt voraus. Oh, sag das doch. Ich dachte, du hältst an und wir wollen absitzen. Seien wir vorsichtig. Die Rebellen sind nicht als gastfreundlich bekannt. Sie wissen Bescheid. Wir werden erwartet. Okay. Ja gut, dann. Ich bin Chenut. Ich habe unser Kommen aus Philadelphia angekündigt. Wir brauchen Hilfe. Ihr vergeudet eure Zeit. Wir können leider nichts tun. Wir bitten hier nicht um Almosen. Wir bieten euch Proviant, Vorräte und Informationen. Und im Gegenzug verlangen wir nichts außer dem Schutz unseres Volkes. Wir können euch nicht helfen. Unser Anführer geriet am Damm in Gefangenschaft. Dann können wir vielleicht euch helfen. Das ist Bayek von Siva. Du bist Bayek von Siva? Wir haben von der Sache in der Arena gehört. Du hast die Gallier verprügelt wie ein Wahnsinniger. Und ich schätze, heute kann ich wieder den Wahnsinnigen geben. Ja, dann wollen wir uns doch mal nach da unten aufmachen und den Anführer der Rebellen retten. Eine Hand wäscht die andere. Ah, da unten. Da unten sind Philakes. Muss ich mich mit dem kloppen oder kann ich den auch irgendwie umgehen? Das passt mir nicht, dass der so nah ist. Aber ich muss da unten hin. Gut, ich muss ja nicht unmittelbar zu ihm, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er mich entdecken könnte, wenn ich hier anfange, mich zu kloppen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Oh. Ja gut. Vielleicht sollte ich gucken, wo ich hinlaufe, das nächste Mal. Was?
So, den hätten wir. Der rennt da hinten rum. Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Boah, shit. Shit. Nur stöhn er doch nicht einfach so raus. Wir müssen ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Hätte der nicht so ein Aufsehen erregt, dann hätte ich mich anschleichen können, hätte den von hinten erdolchen können. Oder messern oder was auch immer man da jetzt sagen soll bei dem Ding, was wir da haben. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey, was? Hast du wirklich gedacht? Nicht aufmerksam genug. Vielleicht sollte ich zuerst die Wachen ausschalten und ihn dann befreien. Wir müssen weiter. Los. So. Hab Dank. Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Der irre Sivana. Ich hab von dir gehört. Du hast alleine in der Arena gekämpft wie ein Wahnsinniger. Neck! Die Ptolemäer haben keine Chance, wenn du auf unserer Seite bist. Und ich werde euch auf meiner Seite brauchen. Wenn die alle so begeistert von Bayek sind, dann sollte das kein Problem sein, die auf unsere Seite zu holen, denke ich. Der Rückweg ist sicher. Zuerst brauche ich noch was von dir. Chenut wartet in eurem Lager. Sie wird dich um Hilfe bitten, ihr Volk zu schützen. Ich schulde dir mein Leben. Du hast mein Wort, dass wir ihr helfen. Dann sag ihr auch, dass ich zur Bubastos-Feste gehe. Ich muss den Kommandanten sehen. Allein gegen eine befestigte Garnison? Bist du verrückt? Vielleicht. Ich bin Bayek von Siva. Als ob das alles sagen würde. Bayek. Okay, also, weiter geht unsere Reise. Heieieiei. Na. Ob wir das hinbekommen? Wo? Ach so, da unten. Ja, keine Ahnung, ob wir das hinbekommen mit dieser Waffe hier, die ich gerade trage. Da bin ich ja noch so ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Wir sind da. Momentan macht es noch keinen Sinn, Senno gegen jemanden zu schicken. Hörner, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Sehr gut. Ich ruf die Truppen. Ach, verdammt, ich habe wieder nicht aufgepasst. Ja, das ist ouch. Das ist der Nachteil mit dieser Waffe. Einfach, dass ich 66% weniger Leben habe. Das ist ungünstig, aber das bekommen wir schon auch noch irgendwie hin. Jetzt sind wir auf einer völlig anderen Seite. Das ist der falsche Bogen, mit dem kann ich nichts wollen. Braucht den hier. Oder oben ist eine Balliste. Das ist gut. So, und genau aus diesem Grund, ihr Lieben, wollte ich den Bogen nicht hergeben. Das ist nämlich eine super angenehme Sache, dass dann der Gegner brennt. Also für mich ist es angenehm. Für den Gegner jetzt nicht unbedingt, aber... Das ist mir ja in erster Linie erstmal egal. Hörner, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an.
Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Schade, ich kann sie nicht komplett drehen. Das ist gut. Das ist echt gut für uns. Ah, sind das die Rebellen? Sehr gut. Ich rufe die Truppen. Das wirst du nicht wagen. Hey, mein Ruf eilt mir voraus. Das finde ich ganz gut. Oh, das finde ich eher weniger gut. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, lauf, 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 lauf. Oha. Nicht gut, nicht gut. Ach so, ich bin generell verflucht, wenn ich die verfluchte Klinge trage. Es bringt mir dann auch nichts, wenn ich die andere Waffe anlege. Es funktioniert überhaupt nicht. Eine weitere Balliste wäre eigentlich mal noch ganz cool gewesen, aber ich habe noch keine wieder gefunden. Problem ist, wo sind die anderen? Die könnte ich jetzt gerade gut gebrauchen. Nichts. Ich werde mich trotzdem. Hey, was? Warum geht er nie in diese scheiß dämliche Adrenalinform? Ich drücke die Tasten und er geht nicht in diese Form rein. Ich meine, ich habe mich stark verbessert, aber das kotzt mich an, wenn sowas passiert. Aber so richtig. Ach, geh mir nicht auf die Nerven. Bewacht. So. Ach, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Oh, kletter doch mal da hoch. Meine Güte, Bayek, spring da runter, verdammte Hacke nochmal. Jetzt geh in deine Scheißform.
Das hat mit der Waffe keinen Sinn. Wenn wir weniger Leben haben, diese 66% mehr Leben, die kann ich hier nicht in Kauf nehmen. Ich muss wieder auf die andere Waffe gehen. Die ist zwar deutlich schwächer vom Schaden her, aber... aber das geht nicht anders. Ach, was ist denn jetzt in dem Microsoft-Konto? Warum gehen jetzt hier Microsoft in Ubisoft auf? Wollt ihr mich verarschen? Das macht auch Bluten bei Treffern. Das macht ein bisschen mehr Schaden als das hier. Nicht viel, aber ein bisschen mehr. Okay, nächster Versuch. Turner, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Hey, hier gibt's ein Problem! Ich hab das Ziel in Sicht! Hey, ich ruf die Truppen! Es ist Zeit für dein nächstes Leben! Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. So, irgendwie werde ich das wohl auch hiermit schaffen. Jetzt muss ich das nutzen. Alter, macht ja einen Schaden. Ja, er ist ein Hauptmann. Er ist 2 Level über mir. Vielleicht sollte ich hier erst noch mal gucken, dass ich... dass ich zunächst erst mal wieder stärker werde hier. Ja, ja, brenn dir ruhig die Brücke ab. Alles gut. Was zur Hölle ist denn hier jetzt los? Ich ruf die Truppen. Oh Gott. Und das ist der, den ich brauche anscheinend. Da war das Questteil drüber. Okay, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier an dieser Stelle mit meinem Level weiterkomme. Oder ob ich vielleicht erstmal ein bisschen gucken muss, dass ich noch weiter level. Das würde ich dann aber, glaube ich, tatsächlich sogar im Off machen. Hey, bist du lebensmüde? Verdammt. Hey, was? Den blitze ich auf. Oh, ich habe das falsche Schwert. Und damit könnte ich es tatsächlich auch mal versuchen. Körner, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten... Komm du nur darunter. Kann mir mal bitte jemand sagen, warum ich da jetzt die ganze Zeit gerade nicht angreifen konnte? Auch nicht, ne? Boah, nee, ich mach denen gar keinen Schaden. Guck mal da die Leiste an. Ich muss gucken, dass ich den da hinten erwische. Aber der macht mir erst recht richtig Schaden. Nee, ich glaube, an dieser Stelle beiße ich mir gerade wirklich die Zähne aus.
Dann würde ich mich, glaube ich, hier erstmal verabschieden. Schau, dass ich eventuell mal noch ein bisschen Level oder mal noch bessere Waffen finde. Und ja, dann geht's nächste Folge weiter gegen die Festung hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!